Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind wieder im Wrestling-Bereich unterwegs. Wir sind wieder mit netten Gesprächen unterwegs. Und heute haben wir hier jemanden dabei. Eine Dame, die relativ frisch im Business ist, aber dafür schon die Leiter nicht hochgestolpert, sondern fast hochgeflogen ist. Und schon bei großen Ligen auftritt, schon Titel gewinnt und sich einen Namen macht. Nicht nur im Ring, sondern auch in Social Media, wo wir auch dringend mal drüber reden müssen. Weil ich lange niemanden mehr gesehen habe, der das Social-Media-Spiel so elegant beherrscht, wie unser heutiger Gast. Denn wir haben heute zu Gast die International Swiss Sensation, schweres Wort für mich, Michelle Green. Grüß dich. Ja, einen wunderschönen Tag dir. Was für eine Freude für dich und deine Podcast-Hörer, dass ihr mich heute hier empfangen dürft. Natürlich immer. Wir freuen uns immer auf die internationalen Stars, die hier bei uns auftreten und mit denen wir sprechen können. Wie sie denn überhaupt an die Spitze gelangt sind. Und das ist, glaube ich, bei dir eine berechtigte Frage, denn wir sehen schon etwas, worüber wir später reden werden. Das ist interessant für die Leute, die auf YouTube schauen. Im Hintergrund steht schon ein Titel, den du gewonnen hast, vor gar nicht allzu ferner Zeit bei Sirius Sports Entertainment, wenn ich sie jetzt richtig benannt habe, wurde von Jesse Gavin einmal fast geköpft, weil ich sie als Sirius Wrestling bezeichnet habe, weil ich es zusammengeschmissen habe mit anderen Promotions. Aber verständlich, weil ihr habt ja einen sehr starken Entertainment-Fokus. Die ganze Bühne ist sehr, sehr cool auf Entertainment ausgelegt. Sehr stylisch alles. Und das soll natürlich auch entsprechend erwähnt werden. Natürlich. Und jetzt die Chance für die Podcast-Hörer, noch auf YouTube zu wechseln. Denn es wäre doch eine Schande, diesen schönen Anblick zu verpassen. Genau. Und einen schönen Titel haben wir auch noch dabei. Das ist korrekt. Michael, eine wichtige Frage, die ich vorab habe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Social Media ist ja dein Werkzeug, das du benutzt wie kaum jemand anders. Wie hast du diese Fähigkeiten gelernt, so gut mit Social Media umzugehen? Liegt das daran, dass du damit aufgewachsen bist oder hast du dich da einfach weitergebildet, wie man das perfekt beherrscht? Also du sprichst natürlich @I'mMichelleGreen auf Instagram, Twitter und Facebook an, sowie auch auf TikTok. Vielen Dank für die Frage. Ja, wie kommt man dazu? Ich glaube, ein gewisses Flair ist einem gegeben. Und wenn es einem Spaß macht, dann bildet man sich da auch weiter. In meinen Augen ist Wrestling Show-Business. Das heißt, man sieht es wie ein Business. Und die beste Show der Welt nutzt nichts, wenn sie nicht beworben wird. Das ist wahr. Und das machst du ja wirklich auf jeder Möglichkeit. Ne? Als du bei der WXW angetreten bist, hast du gemacht. Jedes Match wird von dir entsprechend beworben, was bei WXW ansteht. Wir hatten jetzt gerade das mit Diana Strong, was du gerade sehr cool beworben hast, auch mit dem Halloween-Zusammenhang, was sehr witzig war, auch mit, es war, glaube ich, Pennywise als Anspielung in deinem Video, was sehr cool aussah. Und ich muss sagen, ich bin da sehr positiv von überrascht, wirklich sowas mal zu erleben, weil das sieht man nicht so oft von den Wrestlern selber. Ja, ich denke mir immer, jede Show oder jedes TV-Produkt würde von den meisten Michelle Green-Minuten profitieren. Und ich schaffe mir meine eigene Plattform. Meistens kommt von den Gegner oder Gegnerinnen wenig zurück und dann steht schon mal 1-0 für mich. Und das Match beginnt nicht, wenn die Glocke läutet, sondern wenn ich es sage. Ja, und die sind wahrscheinlich schon eingeschüchtert von dir, wenn die sehen, was du da schon an den Tag legst und gar nicht genau einschätzen können, was da noch kommt. Ja, jetzt sind wir schon mitten in deinem Business angekommen. Interessant ist natürlich, wie bist du denn da hingekommen? Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden bei dir, ich möchte ins Wrestling-Business? Wie kam das? Ich bin ja Schweizerin, deswegen bin ich ja die Swiss Sensation. Ich habe jetzt auch kürzlich den Übernamen anpassen lassen auf Swiss Sensation statt International Swiss Sensation. Mhm. Denn International ist für viele Kommentatoren oder Medienleute oder vor allem die Fans ein sehr langes und kompliziertes Wort. Und da ich natürlich fannahe bin, habe ich das vereinfacht. Und ich hatte damals, 2015 muss es gewesen sein, von Cesaro gehört. Ich las das damals in einer Zeitung. Für die jüngeren oder nicht so schlauen Zuschauer, das ist etwas, was man lesen kann. Und da wurde über Cesaro berichtet. Ein Printmedium. da wurde darüber berichtet und das fand ich sehr spannend, faszinierend. Ich erinnerte mich daran, zu Kindes- oder Teenagerzeiten mal von Wrestling gehört zu haben. Ich glaube, da waren so Rey Mysterio und John Cena noch aktuell. Mhm. Vielleicht der Undertaker noch irgendwie so im Rückkopf. Und dann habe ich mich da angefangen reinzugucken
Und ist etwas, was mir sehr viel Spaß bereitet, was mich enorm entertaint, dieser Mix aus Athletik, Show, ja, Glitz und Glam. Und so habe ich zum Wrestling dann gefunden und war ja dann auch zunächst Fan und habe mich auf meine anderen Business-Anlagen konzentriert. Und dann, als Corona kam, dachte ich mir, okay, wenn wir jetzt eh alle drauf gehen, dann mache ich jetzt auch mal was Lustiges oder besonders Lustiges und habe meinen Job hinter mir gelassen und habe mich dann seit Dezember 2020 Vollzeit dem Wrestling gewidmet. Denn wer 100% der Erfolge will, muss auch 100% Einsatz geben. War das eine schwere Entscheidung, wirklich sich komplett vom alten Leben in Anführungsstrichen zu trennen und komplett sich aufs Wrestling zu fokussieren? Ich bin sehr zielstrebig, ambitioniert. Ich habe mir einen Monat Zeit gegeben, wo die Entscheidung so in mir marinierte. Dann gab es noch einen Warnschuss so an die engsten 10 Leute und die Familie. Und ich habe gesagt, so, ich werde wahrscheinlich übermorgen den Job an den Nagel hängen. Und ja, dann gab es noch ein paar Telefonate, hat nichts geändert. Und ja, wenn ich etwas möchte, dann bin ich sehr laserfokussiert. Und ja, ich hatte eigentlich 3 Monate Kündigungsfrist, weil ich in einer Managerposition war. Habe sie dann aber überredet, mich nach einem Monat ziehen zu lassen und ihre Suche nach einem möglichen Ersatz zu beginnen. Und bin dann nach Mexiko gereist erstmal, denn zu Covid-Beginn gab es keine Möglichkeit, in die USA zu reisen. Ich kannte verschiedene Luchadors, die ich auch bei der WXW hier kennengelernt hatte, also Black Taurus und Bandido damals. Und war schon in Mexiko gewesen für Ferien und hatte da schon mal trainiert. Das ist eine total faszinierende Kultur, weil dort die Lucha Libre eine der Top 3 Sportarten ist. Ich spreche ja auch Spanisch, das ist eine von den 5 Sprachen, die ich spreche. Sehr praktisch. Und ja, das macht es auf jeden Fall einfacher, um die Ecken zu kommen. Und da war ich erstmal da 3 Monate trainieren und habe dann irgendwann spitz gekriegt, dass diese Luchadors doch irgendwie in Amerika kämpfen. Und habe mich dann erkundigt. Und damals war das so, dass man 2 Wochen außerhalb des Schengen-Raums sein musste, um einreisen zu können. Und ja, dann bin ich da hochgetigert und dann ging die USA-Tour los von Michelle Green. Mit wem hast du in Genau. Mexiko trainiert? Sky Day heißt der. Jorge Rivera Sky Day war auch bei Chikara, was man vielleicht jetzt noch so am geläufigsten kennt hier. Cesaro hat auch trainiert, Mike Quackenbush. Und ganz viele andere. Also sieht man auch die Einflüsse. Ich war auch bei Impact in der Backstage-Crew und habe dann auch Alex Shelley irgendwas von Skyde machen sehen. Und meinte nahe so zu ihm im Stammtisch: Du, das ist irgendwie so wie Skyde, ne? Und er so: Ja. Oder Gresham auch manchmal, ja. Ja, ist ja schön, wenn Genau. solche Sachen dann auch sich durchsetzen und dann bei den größeren Ligen dann auch wieder auftauchen. Das finde ich dann immer schön. Wenn man quasi auch sieht, das, was sie machen, das hat halt Einfluss auf so viele Menschen, was die Trainer Ja, machen. enorm. Also er hat sehr viele Variationen, die dann irgendwo in einem Kruzifix, Pin enden. Und aber sehr clever und vielfältig. Also was man halt meistens vom mexikanischen Wrestling ja kennt, ist dieses High Flying. Und das lernt man da auch. Aber er ist auch ein Spezialist für das mexikanische Llaveo, also für das eher mattenbasierte Kämpfen, genau. Ja, das ist ja wirklich etwas, was man als aus ersten Blick so auf Lucha Libre ja gar nicht erwartet. Aber ich habe auch schon öfter gesehen, dass das auch ein ganz wichtiger Teil ist, der nur sehr gerne, wenn man mexikanisches Wrestling überträgt, total vergessen wird. Dass sie da auch einen großen Anteil haben von dem mattenbasierenden Wrestling, was total gerne vergessen wird. Obwohl die das unheimlich gut auch beherrschen. Ja. Sollte man gar nicht untergraben, dass das auch da ist. Ja, was halt oftmals ist noch im Vergleich zum amerikanischen Fernsehen, also ich hatte zum Beispiel auch eine Jahre, die ich inkorporieren wollte in meine Technik. Und da wurde mir dann aber in Amerika gesagt, ja, aber du musst überlegen, wenn dein Kopf in diese Richtung zeigt und der vom Gegner dahin, dann können wir das auf der Kamera nicht richtig einfangen. Ja, gut. Deswegen funktioniert das nicht. Und ja, das könnte möglicherweise da ein Grund manchmal sein. Okay, gut. Das ist halt auch verständlich. Das ist wieder die Frage mit dem, wenn es TV-Produkt ist, ist das ja nochmal eine ganz andere Sache. Oder wenn es halt irgendwie aufgezeichnet wird, als wenn es ganz große Anführungszeichen nur live ist.
Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Art ist. Wenn du da in zwei Richtungen guckst, können zwei Leute gleichzeitig mit unterschiedlichen Bereichen das Publikum interagieren, was eigentlich auch ganz cool ist wiederum. Aber das kannst du ja auf Kamera nicht einfangen. Das funktioniert ja nicht. Und ich habe ja dann zuerst in Texas trainiert. Das war bei Thunder Rosa, Rodney Mack und Jazz. Und da war immer Fokus auf Hardcam. Und dann bei Dr. Tom Pritchard in Knoxville, wo ich anderthalb Jahre trainiert habe, wiederum auch. Da ist es auch ein 20-auf-20 Ring. Und so wirst du dann halt von Anfang an darauf geschult, daran zu denken. Was ich auch sinnvoll finde, denn natürlich ist mein Ziel, in TV aufzutreten. Und mittlerweile gibt es ja auch fast die meisten Promotion, die auch wirklich mit Aufzeichnung jeglicher Art machen. Ne? Sirius Sports Entertainment haben ganz früh damit angefangen. Ich glaube, direkt die erste Show war schon auf Fight TV. Die haben also direkt gestartet, wenn dann auch, gehen wir komplett rein und wir machen nicht erst irgendwelche Shows nur lokal, sondern wir hauen direkt alles raus. Und das ist halt das, was du in der heutigen Zeit auch machen musst, damit du auch die Bekanntheit kriegst und die Aufmerksamkeit kriegst. Die kleine Show, die hilft dir, glaube ich, nicht mehr, weil es so viele Promotions mittlerweile gibt, so viele verschiedene Orte, wo du auftreten kannst, dass du damit nicht mehr zu den Top gehörst, wenn du wirklich nur sagst, ich mache hier meine 100-Leute-Shows ohne irgendwas, wo die Leute das nochmal wiedersehen können. Funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr. Ja, ich denke, es ist ja auch im Interesse der auftretenden Personen, dass da es eine Möglichkeit gibt, gesehen zu werden und qualitative Aufnahmen von sich präsentieren zu können. Ja, das stimmt. Du hast gerade deine Sprache. Zu Beginn ist manchmal so, dass Wrestler ihre Freunde fragen, ja, kannst du das aufnehmen? Und die stehen dann irgendwo 500 Meter weiter hinten mit dem Handy verwackelt. Ja, da hilft dann nicht so viel. Also für die Manöverkritik vielleicht noch, aber wiederum nicht, um das nachher in die Welt zu tragen oder für die sozialen Medien zu nutzen, was ja auch ein großer Teil ist. Und es geht ja auch darum, dass du dich mit den guten Bildern, du kannst ja dich selbst auch super daran entwickeln, wenn du das nochmal sehen kannst. Und das geht mit so einem Wackel-Handy nicht so gut, glaube ich. Ich trainiere aktuell ja eben bei der WXW Academy und das ist auch ein toller Vorteil, wie das Ganze aufgebaut ist im Dojo, dass da die Trainings aufgezeichnet werden. Das heißt, wir machen dann Übungen und dann gucken wir uns nochmal an und dann wird halt so, ja, freeze the frame, okay, hier, das. Und das ermöglicht dir eine andere Qualität des Feedbacks super zeitnah. Das glaube ich. Deswegen finde ich das Training hier super wertvoll. Und ich glaube, ich war das erste Mal bei der WXW, ich glaube, so ein halbes Jahr, nachdem ich begann mit dem Training, also damals in der Schweiz bei der War Academy. Und es war für mich eine gute Gelegenheit, bei der Top Wrestling Academy in Europa das Gefühl zu entwickeln, wo stehst du da, wo siehst du dich da, wie bist du im Vergleich? Und das hat mich enorm motiviert. Ich war dann 2020 nochmal eine Woche da, im Juni eine Woche und jetzt bin ich im Monat hier, genau. Immer wieder bei der großen deutschen Wrestling Academy, das ist auch gut. Ich glaube, da hat man, weil man auch vielfältige Trainer hat, und das sind ja verschiedene Trainer vor Ort, und kannst halt immer auch mal wieder was Neues mitnehmen. Das ist ja schon ganz schön. Ja, für mich europaweit die Nummer eins, was das Training betrifft. Habe ich schon öfter gehört. Du hast vorhin erzählt von deiner Sprachbegabung. Du kannst halt Spanisch, du kannst voraus, wie man sieht, sowohl das deutsche Deutsch als auch das Schweizerdeutsch, das haben wir auch schon gesehen. Was sind deine anderen Sprachen? Was kannst du noch? Ich spreche noch Français und also Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. Sto imparando Italiano. Perché il mio ragazzo italiano. Mensch. Mein Freund spricht Italienisch. Ja. Und natürlich möchte ich mich auch in der Sprache der Liebe ausdrücken können. Macht natürlich dann vollkommen Sinn, wenn man dann die gemeinsame Sprache spricht, obwohl man ja in einer Beziehung sowieso eine ganz eigene Sprache entwickelt. Aber die gesprochene Sprache wollte man trotzdem können. Woher kommt deine Sprachbegabung? Hattest du schon mal Spaß dran oder war das irgendwie ein schulisches Angebot, das darüber gekommen ist? Wie kommt's? Also ich bin ja eben Schweizerin, in der Schweiz geboren und danach durch die Arbeit meines Vaters, der war Botschafter für die Schweiz, im Ausland sind wir alle 3-4 Jahre umgezogen. Wir waren in Indonesien, wir waren in Spanien und da möchtest du natürlich mit quatschen können, so jemand Extrovertiertes wie ich sowieso. Und Französisch eigentlich dann immer so in der Schule nebenher und ich glaube, ja, Englisch auch eher schultechnisch.
Wir waren noch in Simbabwe 2 Jahre, in Ah, okay. Afrika auch. Und ja, so, ich glaube, mittlerweile habe ich alle Kontinente bereist. Südamerika war so der letzte, der noch übrig war. Und den Ah, hatte ich dann mit Mexiko so quasi ja. erreicht. Kann man ja streiten, ob es Mittel- oder Ja, Südamerika gut. ist. Aber spannend. Spannende Erlebnisse, die man da, glaube ich, mitmacht in solch einem Leben. Ja, wenn du jetzt entscheiden müsstest, abgesehen von deiner Muttersprache, was ist die schönste Sprache von denen, die du kannst? Schön. Oh. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Also ich finde Englisch elegant, Spanisch ist temperamentvoll und Italienisch ist eine Herzenssprache. Französisch ist schick, also da gibt es für jede Situation etwas. Also du flirtest mit deinem Freund auf Italienisch und du fluchst mit ihm auf Spanisch. Ich denke, es kommt immer darauf an, in welcher Sprache du etwas erlebst für Ja, mich, das glaube wie ich mich ausdrücke. ich. Ich spreche mit meinem Freund Englisch, aber fluchen, da sowas mache ich nicht. Ja, gut, dann eben nicht. Ja, aber eine Möglichkeit gewesen. Ja, du hast vom ersten Training gesprochen. Wie war das erste Training für dich? Als du das erste Mal ein Wrestling-Training absolviert hast, hast du einen sportlichen Background davor schon gehabt? Oder bist du ganz frisch eingestiegen? Nö, ich habe immer Sport betrieben. Ich war im Fußballverein. Ich habe Judo gemacht in der Primarschule, Basketball, Volleyball. Ja, Sehr also ich würde sagen, vielfältig. so Fußball eigentlich so das Zentralste und halt Kraftsport. Und dann das erste Wrestling-Training. Also ich finde das eine super Möglichkeit für jeden, das wahrzunehmen. Ich glaube, bei der WXW Academy gibt es auch jeden Samstag kostenloses Probetraining. Ich wurde gerade gestern angesprochen auf einer Feier, zu der ich eingeladen war. Und ich gesagt, einfach mal rumkommen. Und die meisten macht es Spaß und sie sind vom Wrestling-Bug dann gebissen, also werden total vom Wrestling-Fieber angefallen und bleiben. Und bei mir war es damals so, ich war bereits Wrestling-Fan und eine Freundin hat mich dann an Silvester, die hatte so eine kleine Tischbombe gebastelt und da waren sowieso Glückskeks Zukunftsprognosen Ah, drin. okay. Also vielleicht bei dir jetzt kauft sich ein neues gestreiftes T-Shirt. Und bei mir stand dann, sie geht endlich zum Wrestling-Training. Und ich war da frisch nach Zürich gezogen, wo eben diese War Academy dann auch liegt. Und bin dann zum ersten Training. Es hat mir total Spaß gemacht. Wir hatten auch gerade auf dem ersten Tag Promos. Ja, das gefiel mir total gut. Ich denke, es ist total üblich, dass die meisten Leute nach dem ersten Training das in den Gliedern spüren. Ja, das braucht halt Training. Deswegen heißt es ja auch immer, dass hochkarätige Athleten sind, die diese Sportart betreiben und man das bitte nicht zu Hause nachmachen soll. Ja. Aber ich kann versichern, dass mit Training das jedem Normalstäblichen mit der Zeit nicht mehr so Schmerzen bereiten wird. Auch das ist eine ganz wichtige Sache, die du gerade sagst, für alle, auch die zuhören. Bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr es nicht selber trainiert habt und auch nur von Profis trainiert bekommen habt. Nicht zu sagen, ich habe jetzt mal zu Hause im Kinderzimmer auf einer Matratze was trainiert. Das zählt nicht. Profitraining von Ja. einer Profi-Academy, von einer Profischule, nicht selbst trainiert. Das zählt nicht dazu. Also bitte passt auf Nee, euch auf auf. jeden Fall nicht. Ja. Ja, das war mir auch wichtig beim Wrestling-Training eben, dass ich wirklich nur zu den besten Trainern gegangen bin, um schnellstmöglich vorwärts zu kommen. Und ja, so habe ich jetzt in den 9 Monaten, in denen ich aktiv gewrestelt habe, 54 Matches absolviert. Den ersten Titel sehen wir. Ich habe hier noch Platz. Hier in dem Apartment gibt es noch ganz viel Platz für Titel. Sehr gut. Wenn du also Promoter bist und eine weise Entscheidung treffen willst, ist Michelle Green die Frau, die du buchst. Immer eine sehr gute Wahl, ja. Sag mal, was war denn das Schmerzhafteste beim ersten Training, wenn du dich zurückerinnerst? Ich glaube, die meisten Leute spüren den Nacken einfach stark, weil das ein Muskel ist, der sonst vielleicht jetzt im Bürojob nicht so trainiert Ah. wird. Oder auch in den meisten anderen Sporten, die nicht Kampfsportarten sind. Ich würde sagen, da in diese Richtung. Bei uns an der Schule gab es immer den Running Gag, dass eine Flipbomb vorgemacht wird. Das ist natürlich sehr eindrücklich. Und
Dann sagen sie so, wir zeigen jetzt die Anfängerübung, weil es gibt immer eine Anfängerübung für alle Sachen. Und dann steigt jemand aufs Top Rope und macht eine Flipbomb und sagt, so und jetzt du. Und ich bin dann, ich sage mir so, ja, okay, wolltest du hochsteigen? Sie so, nein, nein, ist nur Spaß. Und das, haben zumindest also gemerkt, dass du bereit bist, alles zu tun. Na klar. es gibt ja, für alles Anfängerübungen und das ist ja das Schöne am Wrestling, dass es für jede Größe und Körperform die Möglichkeit gibt, sich darin zu engagieren. Und selbst wenn man sich schließlich nicht für die Karriere als Profiathlet entscheidet, gibt es die Möglichkeit, sich in den Medien zu engagieren, zu unterstützen, beim Merch-Verkauf, bei der Ticketkontrolle, bei der Security, beim Ringaufbau. Denn es braucht all diese Personen für eine geile Show. Ja, das ist richtig. Gerade das ganze Personal, was um die Wrestler und um das, sagen wir mal, um die Führung der Liga drumherum ist, das ist so wichtig. Das wird Gott sei Dank bei den meisten Promotionen auch immer wieder betont, wie wichtig diese Menschen sind. Weil ohne die kannst du tolle Wrestler haben, aber wenn der Ring nicht steht, können die machen, was sie wollen, aber nicht wresteln. Und den Vorteil, weswegen selbst jemand wie ich den Ring weiterhin mit aufbaut, ist, ich kenne den Ring in- und auswendig. Ja. Ich weiß, wie der funktioniert. Ich weiß, dass er sicher ist. Und da habe ich wiederum einen Vorteil gegenüber anderen Menschen, die das vielleicht nicht tätigen. Das stimmt. Und Sicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Du bist ja jetzt noch nicht so ewig lang dabei, aber du bist bis jetzt verletzungsmäßig ohne Probleme durchgekommen oder hast du schon irgendwas erlebt, was für dich sehr unangenehm war in der Zeit jetzt? Nee, ich fühle mich eigentlich momentan gut. Mhm. Auch durch das viele Training, das stärkt natürlich die Muskulatur, was wiederum dann das Verletzungsrisiko senkt. Deswegen geht das auch immer Hand in Hand, dass einerseits Ringzeit benötigt wird, um besser zu werden, Matches benötigt werden, um besser zu werden und aber auch, dass ich habe eine Ernährungsberaterin, die mir einen Plan macht, ich habe einen Fitnesstrainer, der mir dafür einen Plan macht, damit das alles ideal ineinander spielt. Mhm. Ja, das ist so. Genügend Schlaf. Auch sehr wichtig. Da muss man auch sehr diszipliniert sein, damit man die Schlafstunden kriegt und den Körper regenerieren lässt. Ja. Genau. Habe ich letztes Mal noch lustigerweise mit einer Kollegin von dir, mit der Alice Ink, drüber gesprochen. Die meinte auch, diesen Lebensrhythmus, wie die Wrestler teilweise in den 90er Jahren haben, den hat man heute nicht mehr so. Wo es hieß, wir wresteln eine Show, machen 3 Matches und gehen dann abends noch auf die Party. Und das machen wir jedes Wochenende an 3 Tagen am Wochenende. Heute denkt man, glaube ich, ein bisschen mehr an den Körper, als man es vielleicht in der Zeit noch gemacht hat. War nicht dabei. Aber ja, ich denke, wie jede Sportart entwickelt sich Wrestling immer weiter. Ich versuche, also mir ist es wichtig bei meinem Ringstil, dass es effektiv ist. Mhm. Und aber auch, dass es effektiv ist und der Risk-Reward-Ratio irgendwo stimmig ist für mich. Ja. Klar kann ich auch vom obersten Seil runterspringen, aber wenn ich den Job anders erledigen kann, dann mache ich das lieber so. Ja, warum auch nicht? Schont den Körper und ist vielleicht auch so, dass der Gegner nicht so viel Zeit hat zu reagieren auf die andere Aktion. Das ist auch der Vorteil. Ich werde ja nicht pro Minute bezahlt. Also. Ja, stimmt. Das ist auch wieder wahr. Auch ein interessanter Ansatz. Ja. Ja, Training, haben wir drüber gesprochen. Dann kommen wir doch mal ein bisschen in deine Wrestling-Zeit rein. Erinnerst du dich an dein allererstes Match? Ja, ich hatte ein Mixed-Tag-Team in Tennessee und dann ein Einzelmatch auch wiederum in Tennessee. Das war im Dezember letzten Jahres. Mhm. Genau. Und wie war dein Gefühl vor dem Match? Warst du nervös? Warst du schon komplett in deinem Tunnel? Wie war das? Ich habe mich total gefreut. Ich war zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre im Training, auch Vollzeit. Es fühlte sich richtig an. Ich fühlte mich ready. And it was about damn time. Und wie ist das erste Match gelaufen? Also das Publikum hat sich sehr in das Match eingebracht. Und ich wurde dann immer wieder weiter gefragt, bei der Promotion anzutreten. Insofern, job well done. Scheint deine Arbeit gut gewesen zu sein. Das hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Da konnten wir einfach von ausgehen. Ja. Und gegen die Gegnerin habe ich dann, ich glaube, insgesamt 4-5 Mal noch gekämpft jetzt in der ganzen Zeit. Das ist Riley Rocket, heißt die. Ah, okay. Und macht immer wieder Spaß, mit ihr zu arbeiten? Ist total spannend, wie sich beide weiterentwickeln und das zu sehen. Sie ist die Championess bei
Joe Kazana Promotions. Das ist ein Titel, der in der Zukunft auch meiner wird. Und ja, in der Zwischenzeit soll sie gut drauf aufpassen. Hast du denn schon Pläne, wieder zurückzugehen in die Richtung Tennessee? Ich habe natürlich immer verschiedene Pläne und verschiedene Szenarien laufen, aber es wird sich alles mit der Zeit zeigen. It will all be revealed. Und der beste Weg ist natürlich, mir in den sozialen Medien auf @michellegreen zu folgen. Und genau. Du hast auf allen Plattformen den gleichen Handle auch, ne? Also egal ob Instagram, Twitter, TikTok, findet man dich über und unter dem gleichen. Genau, das ist überall dasselbe. Ja, ich habe ja auch Marketing studiert, abgeschlossen an der Universität St. Gallen. Das ist die beste Uni dafür. Und ja. Ja, so gut. Da weiß ich, wie man es tut. Wie setzt man Marketing also richtig rein? Es ist ja, jeder Wrestler ist irgendwo auch eine eigene Brand, ein einzelnes Unternehmen. Und Versace heißt auch nicht irgendwie Versace auf 7 verschiedene Arten weltweit. Das stimmt. Ja. Man sollte seinen Brand festigen und so, dass die Leute direkt, wenn sie es hören, wissen, was dahinter steckt. Das ist das Wichtige eigentlich. Ja, ist wichtig. Ja, also ist ja Professional Wrestling. Genau. Und jetzt reden wir mal drüber, was steckt dahinter? Wer ist denn Michelle Green? Wer ist der Wrestling-Charakter Michelle Green? Beschreib uns mal deinen Charakter. Ja, ich bin eine sehr zielstrebige Frau. Und mein Ziel ist es natürlich, zu gewinnen und möglichst viele Titel nach Hause in die Schweiz zu bringen. Und ja, das kann ich dir auf 5 Sprachen erzählen, aber vor allem auf der Sprache im Ring dann auch delivern. Ja, das ist die Sprache, die am wichtigsten ist, die dann noch zählen genau. muss. Genau. Ja. Versuchen wir mal, deinen Charakter zu übertragen. Wenn du jetzt, ich weiß nicht was, und du ein Film- und Serienfan bist, hättest du einen Charakter aus Film- und Serienbereich, der vergleichbar ist zu Michelle Green, der dir direkt einfallen würde? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich sehe mich natürlich selbst als einzigartig, deswegen gebe ich dir die Frage gerne zurück. Gibt wahrscheinlich nur falsche Antworten, aber du kannst dich gerne aufs Glatteis wagen. Gibt es immer. Jetzt müssen wir überlegen. Eine Person, die sehr zielstrebig ist, die vollen Einsatz zeigt für ihre Ziele. Ich weiß nicht, kennst du die Serie House of Cards? Ja, aber ich glaube, ich habe nur irgendwie ein paar Folgen gesehen, okay. Auf jeden Fall die ganze Staffel. Ganz am Ende ist nämlich, übernimmt eine Frau quasi die Position des Präsidenten. Und die hat dann auch diese Zielstrebigkeit, die weiß genau, wo sie hin will. Und die weiß auch, welche Wege sie gehen muss, um dahin zu kommen. Und manchmal sind die Wege nicht die angenehmsten oder die, wo man Leute umgehen kann, sondern wo man auch mal Leute aus dem Weg räumen muss, damit man dahin kommt, wo man hin möchte. Gut, das ist ja im Kampfsportart schon in der Natur der Sache, ne? Richtig, genau. Deswegen passt es halt, ganz gut. Können halt nicht, also außer als Tag-Team können ja nicht beide gewinnen. Nee, das stimmt. Das ist schwierig. Also, wenn zwei Leute gewinnen, ist immer eine schwierige Sache. Das ist vollkommen recht, ja. Ja, sehr interessant. Jetzt haben wir über deine ersten Matches gesprochen. Du warst eine ganze Zeit in der USA. Du warst da bis relativ lange noch, ne? Oder du warst dieses Jahr eben, war das August, September warst du noch da, ne? Ich bin nicht genau. Ich bin genau für die Femme Fatale und World Tag League Veranstaltungen bin ich 3 Tage vorher zurückgekehrt aus den USA. Ja, das war sehr knapp. Du, dann warst du natürlich bei uns in der Quizschlacht. Hast die auch direkt mal als ersten Titel mitgenommen? Das war das erste, wo wir dich gesehen haben und erlebt haben. Mit Ankündigung, siehst du? Ja, wie erwartet. Ja, und dann ging es in der WXW weiter. Wie war denn überhaupt dein Gefühl, jetzt zur WXW zurückzukehren und dann direkt bei dem großen Damenturnier, was wir bei der WXW haben? Ich habe mich total gefreut. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor 4 Jahren bei der Femme Fatale 2019 selber da war und mich das total motiviert hat, selber zu wresteln. Auch insbesondere, irgendwie dachte ich immer, dass, also ich bin ja 1,63 groß, dass aufgrund meiner Größe das vielleicht ein Hindernis sein könnte im Wrestling. Und dann stand ich nachher im Merch und die waren irgendwie alle gleich oder kleiner als ich. Und aber totale Powerfrauen im Ring. Ja, und ich dachte mir, Ich glaube, du bist sogar fast. Das könnte doch mal sein. Du bist sogar fast relativ groß in der Damen-Division. Das sind, glaube ich, viele, die um den 1,60 Meter rum sind. Glaube ich so in etwa. Und ich glaube, mit 1,63 bist du da wirklich im guten Schnitt, sogar im oberen Schnitt mit drin. Ja, Größe kannst du ja nicht, also kannst du nur begrenzt ändern, ne? Genau. Und
Ich habe letztes Mal schon gesagt, das ist mal, hört sich mal blöd an, wenn ich das sage mit fast 2 Meter, aber es kommt nicht auf die körperliche Größe an. Es kommt auch auf die Größe der Person an, die in dem Körper drinsteckt. Und das ist vollkommen egal, Ja, wie und groß das der ist ja Körper ist. auch, das ist eine sehr schöne Formulierung. Ich sage auch immer im Wrestling, oft Leute, die nicht im Wrestling sind, die sagen dann zierlichen oder jetzt eben nicht überdurchschnittlich großen Personen, ach was, du wrestlst, du siehst gar nicht so aus. Also A, denke ich mir dann, ja, du Vollhorst. Aber zweitens wissen die ja auch nicht, worum es geht. Dann erkläre ich dann halt, ja, dass das Spannende ist, dass wir ja hier Geschichten erzählen, dass das Ganze ja eine Entertainment-Show ist. Und entweder bist du körperlich jemandem vielleicht augenscheinlich unterlegen und das erzeugt Sympathie bei den Fans, oder du bist dadurch, dass du nicht ganz dieselbe Kraft hast, dann findest du halt andere Wege, um dennoch zu gewinnen. Und das sind ja beides spannende Szenarien. Ja, richtig. Wenn man sieht, ich verstehe auch nicht, warum gerade Wrestlerin diese Frage oft gestellt wird. Ich glaube, Rey Mysterio wird das nicht gefragt, warum er denn Wrestler ist. Und der ist jetzt auch nicht gerade der Größte, körperlich. Aber ein sehr großer ist er im Wrestling trotzdem geworden, obwohl er körperlich nicht so groß ist. Ja, und eben, ich finde das schön, dass eben im Wrestling verschiedene Formen der Persönlichkeit oder ja einfach da dargestellt werden können. Ich finde es auch schön, jetzt im mexikanischen Wrestling gibt es ja auch viele Frauen, die sind zwischen 50 und 60, die weiter wrestlen, was jetzt im vielleicht internationalen Vergleich noch nicht so üblich ist. Aber bei den Männern wiederum gibt es ja viele erfahrene Ja, Wrestler, die auftreten, wo diese Frage noch nicht gestellt wird. Insofern stimmt. gibt es da, denke ich, auch jetzt in den letzten 7 Jahren hat man eine tolle Entwicklung gesehen im Frauenwrestling, aber da geht immer noch mehr. Also umso mehr Frauenmatches, umso besser. Ja, es gehören auf jede Card mehrere Frauenmatches. Das ist das Wichtige. Und dazu natürlich etwas, was beim Wrestling immer wichtig ist, nicht nur die Matches, sondern auch die Geschichten, die dazu gehören. Auch ganz wichtig. Ja. Ja, da gehe ich total mit dir überein. Und also es gibt ja auch oft die Frage zu Intergender Wrestling. Faktisch gesehen trainiere ich sowieso meistens nur mit Männern, weil halt die Frauen, die es gibt, global halt ein bisschen verteilt sind. Und aber ich bin schon der Überzeugung, dass es genügend talentierte Frauen gibt, die in Shows Teilnehmer, also beziehungsweise Matches haben sollen. Auf jeden Fall. Wir sehen es jedes Mal bei Femme Fatale, wie viele gute Frauen es da gibt. Wir sehen es auch bei anderen Ligen. Sirius hat es jetzt auch wieder gezeigt mit den Leuten, die da waren. Man sieht es bei der GWF. Man sieht es auch jetzt bei Project Nova zum Beispiel, die auch neue Damen mit dazu holen, die auch tolle Arbeit machen. Also wir haben wirklich viele gute Frauen. Man muss sie nur sehen und auch mal gucken, damit man die Namen auch sieht. Weil wir sind wirklich gute Ja, Leute auf dem Markt. ich war jetzt diesen Samstag tatsächlich auch bei Projekt Nova. Ich habe Freunde in Berlin besucht Ach, sehr schön. und war dann in der Battle Royale mit 9 Herren. Und ja, da meine Frau gestanden. Ja, sehr gut. Und nochmal auf das Thema Größe zu kommen. Mexiko ist ein typisches Beispiel. In Mexiko gibt es ja auch noch die Midget-Wrestler, also die kleinwüchsigen Wrestler, die da riesige Stars sind, wo die Größe egal ist. Ne? Corriendum, die heißen Minis dort. Ja, ich weiß. Die heißen in den USA, wenn die, glaube ich, Midgets genannt, ne? Wenn ich mich Ich nicht glaube, irre. das ist mittlerweile nicht mehr so ein Nee? erlaubter Begriff. Okay. Nee, ich glaube, da bist du mit Minis fährst du besser. Ja, ich bin da komplett offen für jeden Minis Begriff. oder Mikro? Gibt es da nicht sogar noch einen spezielleren Begriff, wo gar nicht auf die Größe eingegangen wird? Ich habe den nur leider jetzt vergessen. Ich hatte schon mal einen gehört, wo die Größe überhaupt nicht mehr drinsteckt, sondern der ganz anders war. Aber gut, komme ich Okay. gerade nicht drauf. Aber das sind halt auch Ja. wirklich große Stars in Mexiko, ne? Ja, aber da ist das dann auch flexibel. Also es gibt dann Leute im Hauptkader, die sind genauso groß wie die Minis sozusagen. Das ist auch sehr Ja, fließend. und da ist es aber auch egal, ne? Da wird wirklich, die werden gleich behandelt. Und da ist halt dann auch entweder eine Underdog-Story oder halt nicht, je nachdem, was halt gerade erzählt werden will. Bin ich gerade überfragt, muss ich sagen. Okay, kein Problem, muss ja nicht. Du musst ja auch nicht alles erlebt haben. Du hast ja auch nur deine bestimmten Bereiche abgedeckt. Du kannst ja nicht alles da gesehen haben. Ist ja nun mal so. Aber ich finde halt einfach da, und wie wir gerade schon sagen, gibt den Frauen mehr Raum. Das ist das Wichtige. Femme-Fatale-Turnier ist super, jede Liga, die Frauen einlud, ist super und gibt den Frauen die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen.
Wir haben gerade so viele talentierte Wrestlerinnen auf dem Gesamtmarkt und auch in Europa gibt es so viele gute. Wie gesagt, wir haben es bei Fünfer Tage gesehen. Wir haben mit dir jemanden, der neu dabei ist, was man direkt sieht. Wir hatten auch jemanden wie Maria de la Rosa, die mit dir in einem Match war. Jemand aus meiner Sicht viel zu wenig sieht, weil da hat man auch gesehen, wie viel Qualität doch da drin steckt in den Wrestlerinnen, die gerade in eurem Three-Way-Match drin waren. Ja, und jeder kann sich halt auch durch Matcherfahrung entwickeln. Genau. Also selbst wenn jemand jetzt der Auffassung wäre, dass die Qualität weiter verbessert werden soll, ja, weißt du, wie das funktioniert? Durch Ja, Übung. richtig. So, was braucht für Übung? Matches, alles klar. Das kennt auch jeder aus seiner eigenen Ausbildung. Man wird in der Ausbildung nur besser, wenn man es häufiger wiederholt, was man da macht. Die Übung Genau, macht halt das den war auch für meisten. mich eine der Motivationen, in den USA zu trainieren, einerseits aufgrund der Trainingsmöglichkeiten, der Auftrittsmöglichkeiten. Und ich denke, es hilft, es heißt ja immer, Luck is when preparation meets opportunity. Also es heißt, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Chance trifft. Und dafür musst du halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dafür musst du halt manchmal, also bin ja sowieso reisetechnisch sehr flexibel, aber das hilft natürlich dann auch, weil wie insgesamt im Showbusiness oder allgemein im Geschäft, es gibt immer wieder Anpassungen, immer wieder Änderungen. Und wenn du da am richtigen Ort bist und das richtige Produkt anbietest, dann ergeben sich neue Variationen, neue Opportunitäten. Und das ist halt das ganz Wichtige, dass man die Chancen einmal nutzt und natürlich auch von Promoter-Seite, dass man die Chancen auch bietet, dass die Wrestler die Möglichkeiten haben und dass man auch mal, was ich manchmal noch das Gefühl habe, aus dem Denken rauskommt, dass man Frauen und Männer Wrestling so unterschiedlich behandeln muss. Eigentlich kann man beides gleich behandeln. Man kann gleiche Geschichten erzählen, die sind komplett geschlechtsunabhängig und man kann auch da die auf gleichem Niveau einsetzen. Das sollte kein Unterschied sein. Soweit sollten wir mittlerweile gesellschaftlich gekommen sein, dass das klar ist, weil das ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Das sehe ich ebenso. Ja, aber wie ich sie haben wir gesprochen, Femme Fatale. Wie fandest du denn generell das Femme Fatale Turnier? Du warst ja jetzt in einem Match, erstmal warst du im Femme Fatale Match mit drin. Du warst dann auch einen Tag später mit im Number One Contender Match drin. Das haben wir auch gesehen, gemeinsam mit Iva Kolaski, Ava Everett und Oshii. Wie fandest du denn generell das Wochenende? Wie war das für dich? Das gesamte Femme Fatale Tag Festival Wochenende. Dadurch, dass ich ja früher jeweils aus der Schweiz nach Deutschland gereist bin zu WXW-Events, ich bin da jeweils mit Freunden zum Karat und zur World Tag League gefahren, weil das einerseits natürlich schön, jetzt die Seiten quasi offiziell dann zu wechseln. Das war ein Meilenstein, den ich mir auch gesetzt hatte im Wrestling. Ich hatte drei Ziele für mich gesetzt im Wrestling. Zwei davon habe ich jetzt erreicht. Und noch bevor das erste Jahr abgelaufen ist. Und deswegen habe ich mich vor allem sehr gefreut, diesen Moment wahrnehmen zu können und zu zeigen, wer Michelle Green ist und aufzutreten für die WXW. Ja, das glaube ich dir. Steht ein zweites Ziel hinter dir im Regal? Nein, also weil für mich ist gegeben, dass ich Titel gewinne. Nee, also meine drei Ziele waren bei WXW aufzutreten, bei Mission Pro Wrestling aufzutreten. Das ist die Promotion von Thunder Rosa. Das ist eine reine Frauenpromotion. Da war ich im September und gemäß den Reaktionen vom Publikum hatten wir auch das Match of the Night. Und ja, das war wirklich ein sehr schöner Moment. Thunder Rosa hat sich danach dazu hinreißen lassen, danach in den Ring zu kommen und mir zu danken und halt auszudrücken, dass sie sich freut, wie ich mich entwickelt habe, um mich jetzt hier so als vollen Superstar zu sehen. Und natürlich ist das dritte Ziel, unter Vertrag genommen zu werden. Ja, gut, klar. Das sollte auch das, wenn man wirklich sagt, ich gehe all in ins Wrestling, dann muss das halt auch einfach ein Ziel sein, ne? Wenn man das nicht als zweites Standbein macht, sondern als Hauptstandbein, dann kann nur das das Ziel sein, was man erreichen will. Man kann euer im Ausschluss eurer Ja, kein Matches, Geheimnis. klar, man kann Ausschnitte aus eurem Match und die Promo auch bei Social Media noch sehen auf deinem Kanal, ne? ja, auf jeden Fall. Damit man schon mal wisst, Leute, Und guckt da mal rein, dann könnt ihr das nochmal sehen, ganz wichtig.
Genau. Und was mich sicherlich auch sehr weitergebracht hat, war, diesen Sommer hatten wir von Ohio Valley Wrestling, von OVW, eine Sommertour und sind getourt im mittleren Teil Amerikas. Ja. Und dadurch halt auch sehr viele Auftritte, wöchentlich immer die Fernsehshow. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, die Möglichkeit zu haben, im Fernsehen aufzutreten und halt zu lernen, unter Druck die Zeiten einzuhalten. Denn ja, also wenn Werbung ist, ist halt Werbung. Und wenn du vorher den Sack nicht zumachst, dann sieht das halt keiner. Ist dann auch blöd. Ja, das stimmt. Du musst die Werbung quasi immer überbrücken dann, ne? Also bist du Ja. schon sehr incentiviert, ja, dass du zu deinen Zeiten dich hältst und natürlich auch für den jeweiligen Main Event die Zeit zur Verfügung zu stellen, die auch benötigt wird, um die Geschichten zu erzählen. Ja, klar. Wie ist das denn eigentlich, wenn du so eine TV-Show mit Werbung hast? Sagt der Ringrichter euch Bescheid, wenn die Werbung rum ist? Oder wie läuft das? Oder gibt es irgendwie eine Mitteilung in der Halle für alle? Das würde ich jetzt gerne einfach mal organisatorisch wissen, weil ich noch nie bei so einer TV-Aufzeichnung dabei war, wie das da abläuft. Ich glaube, das ist jeweils unterschiedlich. Ich kann da, glaube ich, nicht generell für sprechen. Ah, okay. Gut. Hätte ja sein können, dass es da irgendwie so eine Grundregel gibt, wie man damit umgeht. Ja, dann lass uns zu deiner schönen Dekoration im Regal kommen. Singles Sports Entertainment, die neue Liga von Jesse Gabbard, von der guten Alpha Female. Ich habe mit ihr auch, bevor sie gestartet sind, drüber gesprochen in der Corona-Zeit. Und da gab es jetzt schon mal ein Titelmatch im Oktober, Anfang Oktober, also am 7.10. gab es das Titelmatch um den vakanten Titel. Da warst du auch schon drin. Da hat sich noch Candy Power durchgesetzt. Und du warst Genau, direkt also die erste Kenny Power hat Vorausrichterin. Mila Smith. Es war ein Triple Threat Ja. mit Kenny Power und Mila Smith. Und Kenny Power hat Mila gepinnt, also hier. Das hätte ich auch noch ergänzt, das stimmt. So. Die amtierende, muss man dazu sagen, GWF-Champion. Das kann man auch direkt noch sagen, Genau. GWF-Champion. Wir sollten ja auch mal klar darstellen, wo die Leute alle noch zu sehen sind, wenn ihr sie sehen wollt. Ja, und dann gab es das Rematch, weil du ja nicht am Finish beteiligt warst, zwischen dir und Candy Power. Und das ist noch gar nicht so lange her, das war am 15.10. Wir sind jetzt gerade am 1.11. für alle, die sich fragen, Ja. wann wir das aufnehmen. Deswegen auch die gestrige Party war vielleicht mit Halloween in Verbindung. Auch bei dir. Und ja, du hattest das Rematch und du konntest dir den Titel sichern, was natürlich für dich klar war. Aber wie war es denn für das Publikum? Wie hat denn das Publikum reagiert auf deinen ersten Titelgewinn? Also die Veranstaltung fand ja statt in Basel im Grand Casino, war der Sirius Sports Entertainment Event. Und das war das erste Mal, wo ich jetzt ein Match hatte in der Schweiz, nachdem ich halt Übersee war. Und somit auch das erste Mal, wo ich von meinem Partner, von meinen Eltern, von meinen Freunden aufgetreten bin. Das heißt, die Stimmung war dementsprechend sehr am Kochen. Und ja, wir hatten ja, ein Match mit einem hervorragenden Ausgang. Das Genau. kann man wohl sagen. Hat mich sehr gefreut. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist natürlich auch was Besonderes, so den ersten Titel zu holen. Ist ja noch eine ganz andere Sache, als wenn man dann irgendwann schon die Erfahrung hat und dann den fünften, sechsten, siebten Titel sich irgendwann sichert. Wie war denn das Gefühl für dich? Also klar, dir war klar, dass du den Titel gewinnst. Aber wie war das Gefühl, dann ihn dann doch in den Händen zu haben? Sehr schön. It was about damn time. Ja. Nein, ich freue mich natürlich sehr. Es ist ein tolles Projekt von Jessie Gabbard und diese als Weltmeisterin, wie der Titel hier auch schön sagt, repräsentieren zu dürfen, nachdem ich das Match gewonnen habe, ist ja die Sahnekirsche, sagt man doch, oder? Ja, die Sahne, oh, die Kirsche auf der Sahne, so rum, genau, ja. Ist, glaube ich, ne? Ja. Ja, passt schon. Kann man beides verstehen. Ist beides nicht in meinem Mealplan. Also bei Kirschen kann ich es verstehen, bei Sahne. Ach, ja, gut. Muss man nicht essen. Mein Lieblingsessen ist Gelato aus Alles. Italien. Das ist natürlich dann schon was ganz anderes. Schokoladeneis mit Präferenz. Ja. Und das ist auch zauberhaft. Also ich sage auch meinem Freund immer, wenn wir in Italien sind. Für uns ist das ja immer, wenn du irgendwo ins Ausland fährst, denkst du, oh Mensch, hier alles super essen, wie toll. Aber für die muss das ja ganz schlimm sein, weil das Ja. Essen da ist so gut. Da gehst du irgendwie ein bisschen so, ja, okay, danke. Ja. Weißt
so ein Teller Pasta und Pizza, also nee, ständig. Gerne. Aber das ist auch so eine Sache, in Italien kannst du wirklich gut essen. Ich glaube, mein schlimmstes Essenserlebnis war bis jetzt in England, wo ich irgendwie nicht so richtig wusste, was ich da essen sollte, weil irgendwie das englische Essen, was ja nicht so reichhaltig ist, war nicht so meins. Also eher schwer, oder? Sagt man, glaube ich. Ja, das ist so belastend. Ich war schon öfters beruflich damals in London. Ist auch ein Ziel von mir, in den UK demnächst zu wresteln. Und London gefällt mir wiederum sehr gut. Ja, es ist halt sehr international. Das stimmt. Bist du denn ein Großstadtmensch? Ja. Magst du Großstädte sehr gerne? Ja, gut. Das gefällt mir, weil einfach viel los ist. Natürlich jetzt in der Schweiz, im Vergleich eben Zürich hat 300.000 Einwohner. Wenn du da in den USA bist, und da sind diese Riesendistanzen. Ich meine, selbst Knoxville, Tennessee hatte mehr Einwohner. Zürich ist jetzt so eine Großstadt für die Schweiz. aber dafür, was ich an der Schweiz total liebe, ist, dass alles sicher ist, dass es verlässlich ist. Das ist sehr viel wert. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. So Verlässlichkeit, Sicherheit ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, eigentlich auch in jeder Zeit immer ein wichtiger Punkt. Es gibt einem auch so eine verlässliche Grundlage, wenn man da so seine Heimat hat, ne? Man weiß, da sind meine Wurzeln, da ist meine Heimat, da habe ich nochmal die Verlässlichkeit, die Sicherheit, die mir das Leben manchmal geben muss, wenn es vielleicht irgendwo anders nicht so verlässlich oder sicher ist. Das ist auch eine schöne Sache. Ja, und Pünktlichkeit, also Dinge funktionieren einfach. Ja. Und ich denke, das war für mich zunächst eine große Umstellung von meinem früheren Job als Marketing-Manager dann zum Wrestling, was deutlich flexibler ist. Viel warten, viel Geduld, ständig Dinge, die sich ändern. Aber dadurch, dass ich halt als Kind immer umgezogen bin, alle 3-4 Jahre, habe ich diese Adaptierbarkeit quasi schon mehr in mir, und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Dadurch wird man halt flexibler, ne? Das ist einfach so, wenn du das häufig hast. Und ich glaube, es hilft halt, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe, offen und extrovertiert bin, und so findet man sich dann auch zurecht. Ja gut, viele Kinder kennen das eigentlich nur so, die fangen im Kindergarten an, und viele und einige von den Kindern, die sie da schon kennen, nehmen sie mit in die Grundschule in Deutschland, nehmen sie wieder mit in die weiterführende Schule, und für dich waren es halt ständig wechseln. Du musst immer neue Leute kennenlernen, neue Umfelde dir schaffen. Dann wirst du, glaube ich, automatisch kontaktfreudiger und offener auch in diese Hinsicht. Also meine Schwester ist eher ruhiger. Ja, okay. Und deswegen, ich glaube, das ist nicht unbedingt gegeben dadurch. Mhm. Dann hängt es doch ein bisschen am Charakter, wie der ausgeprägt ist. Ich denke schon. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Jetzt haben wir über die Vergangenheit und die aktuelle Gegenwart gesprochen. Mhm. Wo werden wir dich denn in der nächsten Zukunft wiedersehen? Wo trittst du denn in nächster Zeit so auf? Ich habe schon einiges in Planung. Tatsächlich ist aber noch nicht alles publizierbereit. Ja, das ist ja kein Problem. Die einfachste Variante, herauszufinden, wo man Michelle Green sehen kann, mir, wie gesagt, auf @imichellegreen zu folgen, genau. Und ich freue mich sehr, ob noch was kommt. Ich bin am 17. November bei Fightback. Der Termin ist fix, und die weiteren Termine werden aber dann noch über so die sozialen Medien laufend verkündet. Ich schaue da eigentlich immer, dass das irgendwo eine Woche bevor das passiert, dann meistens veröffentlicht wird. Ja, und dann genau läuft das jeweils so. Ja, das ist doch gut. Da können die Leute sich zumindest noch drauf einstellen. Und wenn du bei zum Beispiel der WXW bist, die veröffentlichen das ja auch immer, ihre Kader. Und da sieht man das ja auch bei der WXW auf der Seite oder auf Social Media, wo man dich dann auch wiederfinden kann. Genau, und also im Vergleich zu den USA ist das ja hier auch alles keine Distanz in Europa. Nee, das stimmt. Also mit irgendwie 2 Tagen Vorwarnung sollte jeder Wrestling-Fan seinen Plan schmieden, um Michelle Green sehen zu gehen. Wenn man es kann, warum nicht? Klar, wer die Zeit findet, soll das ruhig tun. Wer will, findet Wege. Ja, das kann man so sehen. Wie kann man dich denn noch außer auf Social Media dich zu unterstützen, wie kann man dich noch unterstützen? Wie sieht's aus mit Merch von dir? Kriegt man sowas irgendwo?
Natürlich, ich habe hervorragendes Merch. Ich lass mal kurz was ranholen. Moment. Ja, klar. Und ihr denkt an, unterstützt eure Wrestler immer. Social Media Kontakt über Merch-Käufe, besucht sie auf den Shows. Ihr könnt da auch ganz oft Autogramme kriegen, Fotos kriegen. Da könnt ihr auch immer ein bisschen unterstützen, weil wir wollen ja alle Wrestling sehen hier in Deutschland und Europa. Und da möchten wir die Leute natürlich unterstützen, damit ihr die Chance haben, da ihren Traum zu leben und natürlich für uns auch immer was anzubieten. Das ist ja ganz wichtig. Was hast du denn genau, Schönes du hattest für uns? Ja bereits die Chance, am World Tag Team League Festivals genau. die Möglichkeit zu haben, ein schönes T-Shirt zu erwerben und das schönste T-Shirt im Wrestling zu sehen. Also nämlich dieses hier. Mhm. Das erste Michelle Green Shirt, was später Sammlerwert haben wird. Das ist also eine Investition in die Zukunft. Natürlich kann man das sowohl online bestellen, in allen Größen. Da kann man auf sicher gehen, dass das auch pünktlich schön geliefert wird. Und natürlich gibt es Autogrammkarten. Ich habe Dollarbills mit meinem Gesicht drauf, mhm. um meine USA-Tour und meine USA-Erfolge zu verewigen. Und es lohnt sich immer, mhm. Michelle Green Merchandise zu kaufen. Auf welcher Plattform kann man denn dein Merch online kaufen? Ich habe das jeweils verlinkt auf den sozialen Medien in meinem mhm. Linktree, aber das ist michellegreen.bigcartel.com. Ah, bei Big Cartel, okay. Genau. Weil mir war es wichtig, für die Fans eine Lösung zu bieten, wo alles beisammen ist, also nicht irgendwie das T-Shirt dort und die Autogramme da und dann noch irgendwie persönliche Nachrichten beantworten. Das ist mhm. super ineffizient für alle. Ja. Und das dauert dann auch zu lange. Ist das alles auf einem Ort zusammengebaut. Jetzt zum Beispiel beim T-Shirt arbeite ich dann mit einem anderen Unternehmen zusammen, dass es dann automatisiert ist. Sobald die Bestellung eingeht, mhm. wird das frisch gedruckt. Das heißt, die T-Shirts, die ihr online erwerbt, sind auch frisch ab Druck. Mhm. Das ist nicht irgendwie abgegammelt irgendwo in der Lagerhalle ja. und liegt dort seit 500 Jahren, sondern ihr haltet eures persönliches Michelle Green T-Shirt frischer Presse. Genau. Ja, Leute, das müsst ihr mal bedenken, wenn ihr von Western Shirts holt. Das ist nämlich das Schöne, wie du schon sagst, es ist nicht irgendwas, was jetzt 3 Monate eingestaubt ist, sondern es wird frisch für euch produziert. Deswegen dauert das auch ein bisschen länger als so eine Amazon-Bestellung, ist aber dafür auch frisch extra für euch hergestellt. Es wird es halt nicht am nächsten Tag direkt da. Ja, also meins ist, die üblichen Lieferfristen jetzt nach Deutschland ist, dass es maximal eine Woche jeweils ja, da ist. Ja, das ist doch super. So genau. eine super Zeit. Also das ist, wenn ihr es jetzt irgendwie bei Pro Wrestling Tees oder sowas bestellt, da seid ihr deutlich länger dran mhm. und habt natürlich die meiste Freude an einem Michelle Green T-Shirt. Ja, das ist doch ein Wort. Michelle, es war wirklich schön, dass du hier warst. Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke vielmals. Ich wünsche dir noch einen schönen Feiertag. Die wünsche ich dir natürlich auch. Dann sehen wir uns bald an meinem Merchstand. Ja, sehr gerne. Und natürlich auch für alle anderen, denkt dran, supportet die Wrestler, support das Wrestling. Wenn ihr Spaß dran habt, gebt den Leuten die Chance, auch davon zu leben. Unterstützt sie. Und wenn ihr nur über sie redet, ist das auch schon eine gute Hilfe für alle Wrestler.